Ja, hallo liebe Zuschauer. Normalerweise sitzen wir in einem Bus der Verkehrsbetriebe am Tag der Bücherverbrennung, 22. Mai. Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, also versuchen wir es von zu Hause aus. Das Buch, was ich immer ausgewählt habe, möchte ich auch diesmal bei dieser Gelegenheit vorstellen. Es ist ein Autor, der gänzlich unbekannt ist, aber auch er hat es auf die sogenannte Schwarzliste der Nazis der Bücherverbrennung geschafft. Zwischen Namen wie Hemingway oder Erich Kästner finde ich hier Egon Erwin Kisch, die natürlich viel bekannter sind und sicherlich von vielen heute gelesen werden, steht auch hier der Name Albert Hotop, den wahrscheinlich heute tatsächlich niemand mehr kennt. Das mag unter anderem daran liegen, dass er wirklich nur ein halbwegs bedeutsames Buch geschrieben hat. Es heißt Fischkutter HF13, Hamburg-Finkenwerder 13. Es ist Anfang der 30er Jahre in Deutschland erschienen und damals war es offensichtlich doch so bedeutsam, dass Hotop, der Kommunist und kommunistischer Funktionär war, es auf eben jene Liste der verbotenen Bücher gebracht hat. Hier mal eine tschechische Ausgabe seines Buches. Es ist auch im Russischen verlegt worden, in Deutschland natürlich sowieso, damals mit einem Cover von John Hartfield. Kurioserweise in Ost- und Westdeutschland zum 100. Geburtstag von Hotop, ohne dass die Herausgeber voneinander wussten, Ende der 80er Jahre noch einmal verlegt. Und ja, Hotop, damit Sie auch wissen, wie er aussieht, eine Ausnahme, schätze mal, Alter von 50, viel älter ist er auch nicht geworden, dazu komme ich noch. Und wenn Sie eine gewisse Ähnlichkeit festgestellt haben mit mir, dann liegt es daran, dass ich der Urenkel bin. Ja, zum Fischkutter HF13. HF steht für Hamburg-Finkenwerder. Das ist dort, wo heute die Airbusse gebaut werden. Aber das Buch spielt zu einer Zeit, sagen wir mal um die Jahrhundertwende, und nicht die Jahrtausendwende, sondern die, die davor lag, wo Hamburg-Finkenwerder noch ein einsames Fischerdorf gewesen ist. Beschrieben wird es in dem Buch wie folgt. Das Dorf hatte nach seiner Einwohnerzahl geschätzt den größten Prozentsatz an Witwen im ganzen Reiche. Langsam fanden sich die Frauen der Fischer mit dem Verlust ihrer Männer ab. Die meisten von ihnen hatten nicht einmal einen Platz auf dem Friedhof, wo der Mann lag. Sein Körper trieb irgendwo auf dem Grund der Nordsee, die ihre Beute festhielt und selten herausgab. Manchmal gab die See ihre Opfer frei. Dann schwemmte mit der Strömung an einer Insel der Nordsee ein nicht zu erkennender Körper an. Den begruben die Inselbewohner dann auf dem Friedhof der Namenlosen, als namenlosen Toten des Meeres. Dieser Tote erhielt eine Nummer und existierte als Zahl im Totenregister der Insel fort. Sie merken schon, dass die Frauen offensichtlich eine Rolle spielen und tatsächlich in diesem Buch ist Lee, die schöne blonde Dirn, eine Tochter eines Fischers in Hamburg-Finkenwerder, die Protagonistin und sie wird eingangs wie folgt beschrieben. Lee, die schöne blonde Dirn, steht am Strand der Nordsee und wartet. Warten ist das Schicksal der Fischersfrauen. Sie können nur hoffen, dass Mann und Kutter unbeschadet zurückkommen. So steht Lee, schaut aufs Meer und ihre Gedanken wandern zurück zu der Zeit, als sie ihren Hinrichsen kennenlernte. Einen schweren Korb wollte sie zum Haus Johansens, ihren Dienstherrn, hinauftragen. Kam dieser große, kräftige Kerl auf sie zu, nahm ihr den Korb ab und fasste sie bei der Hand. Und als sie am nächsten Tag seinen Kameraden auf der Niobe vorstellte, sagte er einfach, das ist Lee, sie ist drüben bei Johansen, Lee wird meine Frau werden. Ja, so einfach war das vielleicht damals, aber die Geschichte wird tatsächlich wesentlich spannender. Zum einen, weil die Fischkutter damals schwere Konkurrenz mit den dampfgetriebenen großen Fischbooten bekommen. Und so entscheiden sich also sie und ihr Mann zusammen, den Fischkutter mit einem Motor auszustatten, müssen dafür einen Kredit aufnehmen. Und dann geschieht das, was hier schon angedeutet wurde, tatsächlich ihr Mann kommt um und sie muss den Kredit an eben jenen Johansen, einen wohlhabenden Bürger von Hamburg-Finkenwerder, zurückzahlen, was natürlich kaum möglich ist. Aber es entsteht dabei auch eine durchaus zarte Liebesbeziehung. Wie Liebesbeziehungen enden, ist klar. Sie wird schwanger und im Weiteren beschäftigt sich dann das Buch mit
der Frage der Abtreibung. Sie macht eine illegale Abtreibung und Johansen steht dann, als es zur Gerichtsverhandlung kommt, nicht mehr zu ihr und sie muss ins Gefängnis. Als sie dann aus dem Gefängnis wieder entlassen wird, läuft sie entlang der Hafenmole und dann sind wir schon am Ende dieses Buches angekommen. Ich lese wieder ein Stück. Was ist das für eine Flagge? Was für ein Schiff? Lee fragt es mit verhaltenem Atem. Der Zimmermann beugte sich zu ihr hinab und sprach ruhig, aber fest und voller Bedeutung. Ein Schiff, das aus dem Land der befreiten Arbeit kommt. Sie müssten dieses Land kennenlernen, so wie ich es gesehen habe. Durch tausend Qualen ist sein Volk gegangen. Es wurde von Stürmen gepeitscht. Schließlich hob es sich, schüttelte ein Jahrhundert während des Joch der Knechtschaft ab, eroberte sich die Freiheit und baute sich eine neue Welt, die es mit zäher Energie gegen alle Angriffe verteidigt. Heute steht dort als oberstes Gesetz das, was wir hier vergebens suchen, der höchste Schutz für Mutter und Kind. Ja, Sie ahnen schon, dass es sich damals um die Sowjetunion handelte, die für viele Kommunisten das Land der Träume war, das Land der Werktätigen. Aber vielleicht noch einmal an dieser Stelle zurück zu dem kommunistischen Funktionär und Autor Albert Hutop, der 1923 wegen Hochverrat, weil er sich an einem Aufstand gegen die Weimarer Republik beteiligt hat, im Gefängnis saß und dort mit dem Schreiben begonnen hat, dann von den Nazis per Haftbefehl gesucht war, ist schließlich genau in jedem Land der Träume 1941 in die Fänge des russischen Geheimdienstes gekommen und 1941 ermordet worden. So viel zu diesem Autor aus der Liste der Verboten und der